Ciao zusammen, ich bin der Oli, heute wieder mal als Gastmoderator von Plekvetica und ich bin hier zusammen zu Spiez im Dasso mit den Gielen von Die Exiled. Ciao zusammen. Grüß euch. Ich möchte von euch gerne wissen, von wo kommt ihr und in welchem Musikgenre seid ihr unterwegs? Wir kommen von Thun und Tafels und unser Musikstil ist recht speziell. Also, wir haben eigentlich so ein bisschen alles, ich würde sagen, so, wie hast du gesagt? Extreme Metal, glaube ich. Extreme Metal. Ja, das kommt gut her. Oli, ich vergleiche uns schon mit Strapping Young Lad. Ist gut, nicht wahr? Ist okay. Eine Band noch absolut in den Startlöchern. Ihr spielt heute zum allerersten Mal in dieser Formation ein Konzert. Was dürfen wir heute Abend und überhaupt prinzipiell erwarten? Sehr viel Böses. ja, wir haben sehr viel trashiges Zeug, ein bisschen Party und ja, kommt gut. Okay. Die Exiled, auf Deutsch die Verbannten. Wer oder was hat euch verbannt? Also die Verbannten, in dem Moment, wenn du mal mitkommen willst an unsere Band, in unsere Bandprobe, hey, dann fährst du mal sehr weit und dann bist du einfach in einer sehr alten Bauernhütte und das ist wirklich, wir sind wirklich die Verbannten. Okay, schon mal kreativ. Ist wahrscheinlich ja auch nicht der absolut erste Vorschlag für einen Bandnamen. Welcher Bandnamen sind durchgefallen? Das sind ganz dumme Namen, also Nilsa ist einer, gell Lurchi? Ja. Und 21 zu einem, ne? Aber eben, das wäre eigentlich recht schön gewesen. Nicht blöd, aber schön. Ja. My Bloody Chapter wäre noch gewesen. Pillow Fight Bunnies, glaube ich. Oder wie? Das habe ich noch einmal vorgeschlagen. Ja, Pillow Fight, irgendetwas. Ja, genau, irgendetwas mit Klitoris oder so. Schon mal. Bis mal gefallen. Okay, ihr seid ja nicht unerfahren, was Musik anbelangt. Jeder von euch hat schon in einer oder sogar schon in mehreren Bands gespielt. Wie ist das jetzt für dich? Du hast Erfahrung in mehreren Bands. Ist das jetzt völlig etwas Neues, heute Abend zuerst mal in dieser Formation auf der Bühne zu stehen oder doch reine Routine, weil du es von anderen Bands kennst? Ja, Routine sicher ein bisschen weit, aber ich habe mich jetzt jahrelang im Hardrock-Bereich bewegt. Und jetzt etwas technisch viel anspruchsvolleres und härteres ist natürlich schon wieder etwas Neues. Und zuerst mal in einer neuen Formation ist immer sehr speziell. Also ich bin definitiv nervöser, als es schon jemand wäre. Aber ja, kommt gut. Aber eine gesunde Nervosität braucht es ja. Das ist genau so, ja. Okay. Habt ihr schon konkrete Pläne, ob ein Album in Aussicht ist oder eine Demo-CD? Wir sind voll dran, aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Auf allen. Aber dran noch. Dran noch, ja. Okay. Wie schaut ihr in die Zukunft? Wo liegen so ein bisschen eure Ziele und was wollt ihr gerne mit der Band erreichen? Ja, also wir wollen natürlich auch, wie gesagt, unsere Scheiben früher oder später mal aufnehmen. Und ja, wir wollen es einfach. Ja, gut abrocken. Wir wollen Open Airs erreichen. Wir wollen mit sicher dann mal, wenn es gut kommt, mit grösseren Band zusammen ein bisschen spielen. Also grösseren Bands, die einfach ein bisschen bekannter sind hier in der Schweiz. Und bis jetzt läuft es immer gut. Also Anfragen sind rum. Und doch, wir sehen mal grün für unsere Zukunft, für die Band. Ja. Zusammengefasst, Weltherrschaft! Dürft's gut. Ja. Okay. Da ihr ja noch sehr, sehr neu seid, haben wir auch noch nicht allzu viel von euch zu hören bekommen. Es ist ein Song mittlerweile aufgeschaltet worden im Facebook namens Valentine's Day. Es geht um ein Liebesdrama in diesem Song, was ja nicht sehr typisch ist für Metal-Musik. Wie habt ihr so eine Sache mit den Texten? Was wollt ihr vor allem ansprechen? Und was wollt ihr uns näher bringen? Texte werden eigentlich so geschrieben, dass es eigentlich so aus dem Nichts kommt. Also wirklich das, was du gerade denkst oder fühlst, schreiben wir mal drauf. Und auch, dass wir sicher ein bisschen
irgendwie, wie die heutige Welt läuft und so, dass man da ein bisschen... Geht das in die Richtung von Sozialkritik? Nicht so oberflächlich. 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 Ja, wir gehen nicht sehr ins Detail rein, aber wir sagen viel Fuck. Sie ja. Scheint es noch in. Ja, das gehören sagen, ja. Wettet ihr gerne noch privat etwas loswerden? Gruß an Fans, ein Dankeschön. Ja, ich würde sagen, mal ein riesen Merci überhaupt an die Jungs. Dass das alles geklappt hat. Also, ich muss ja sagen, ich bin ja der Gründer der Band und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass da alle einsteigen. Wahnsinn geil, so. Das ist wirklich gut. Und jetzt noch die letzte Arbeit mit dem Rolf Schütz. Das ist unser Producer und der hat alles gegeben. Ich finde, der leistet gute Arbeit. Genau. Ja, ich möchte gerne einen Gruß an alle ausrichten, wo ich regelmässig an die Gigs einlade, wo man dann sehr schöne Nachrichten schreiben, schleift es? Oder wieso hast du mich jetzt wieder in einen Gruppenchat eingeladen? Merci an dich. Das gibt mir nämlich sehr viel Kraft, wieder schöne Texte zu schreiben. Ja, sicher ein Gruß an bis jetzt all unsere Fans, die uns bis jetzt so unterstützen. Und auch Rolf macht geile Arbeit. Ja. Danke, ein grosses Dank an die Mami. Nein, hauptsächlich an die Leute, die unsere Gigs kommen. Wir werden jetzt dann sehen, wie viele das heute da sind, aber wir haben schon einige gesehen. Und schlussendlich, Zuschauer sind eigentlich das Wichtigste, nebst der Band. Und darum eigentlich der Dank hauptsächlich an die Leute, die uns hinein und hoffentlich auch in Zukunft werden schauen. Ja. Vor allem ein Merci an die, die immer für uns irgendeinen Scheiß müssen helfen, machen, erledigen. Rolf Schütz vor allem. Ganz geiler Sieg. Ja. Und das grösste Merci an die alle, die heute Abend kommen. Okay. Und merci an die, Oli. Und merci an die, Daniel. Pure Geld, Perquetica ist eine geile Sache. Auch noch einen Dank an Erhard. Kevus Iper, das ist unser Bandvater. Ja, so sagen. Oh ja. Er hat uns unterstützt, so die Webseite zu machen. Ja. Okay, sehr gut. Ich würde sagen, dann würden wir doch noch schnell anstossen auf euren ersten Gig heute Abend. Ich freue mich. Oh, da! Wir schon wieder Bier auf. Ja, es ist traurig. Ich muss mal Bier auf. Also, auf euch heute Abend. Einen nach. Einen nach. So, und das wär's gewesen mit dem Interview von DXL aus dem Das O in Spiez. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Plekvetica, vor allem beim Danu, der jetzt hinter der Kamera hockt und extra ist, kann filmen. Merci euch, habt ihr Zeit gefunden, seid ihr hierher gekommen. Und vor allem ein Merci euch da draussen, die das Video jetzt posten, teilen, liken, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön! Yeah, schön! Sehr gut. Cool. Cool, danke schön. Hey, merci. Danke. Cool, ist auch. Das war nicht so schwer, gell? Okay. Hey, merci. Ja, die Netze nicht so, das macht es gut. Nein.